Wir, der Verein für Computergenealogie, möchten uns euch heute vorstellen. CompGen ist Deutschlands größte genealogische Vereinigung mit über 4000 Mitgliedern. Wir fördern die familiengeschichtliche Forschung und unterstützen alle, die diese Leidenschaft mit uns teilen. Vom passionierten Hobbyforscher bis hin zu Vereinen und Wissenschaft. Wir organisieren Mitmachprojekte und stellen die Ergebnisse online kostenfrei zur Verfügung. Wir arbeiten gemeinnützig und vertreten das Open Access Prinzip. Unsere Daten können auch von Nichtmitgliedern online kostenfrei genutzt werden und auch unsere Mitmachprojekte sind für alle offen. Um mitzumachen, muss man lediglich einmalig registriert sein. Mit dem Benutzerkonto kann man sich dann bei allen CompGen-Diensten anmelden und diese nutzen. CompGen hat ein vielfältiges Angebot und hier alles im Detail zu zeigen, würde den Rahmen dieses Vortrages wohl sprengen. Der Vortrag ist unterteilt in Informieren, Recherchieren, Kommunizieren, so wie das auch auf unserer Homepage der Fall ist. Und dann gibt's auch noch ein kleines bisschen mehr über CompGen zu sagen. Alle Links und auch Kontaktadressen der Ansprechpartner zu unseren einzelnen Projekten findet ihr auf unserer Homepage www.compgen.de. Wir beginnen mit Informieren bei CompGen. CompGen bietet digitale und analoge Informationsmöglichkeiten, die wir allen frei zur Verfügung stellen. Eine digitale Informationsquelle ist der CompGen-Blog. Mehrmals in der Woche berichtet die Newsredaktion über genealogisch relevante Themen. Hier erfahrt ihr auch Neues aus den Projekten des Vereins. Es gibt Veranstaltungshinweise, Tipps und Empfehlungen rund um die Genealogie. Die Blogbeiträge werden auf Discourse gespiegelt und können so dort kommentiert oder auch diskutiert werden. Vierteljährlich erscheint unser Magazin Computergenealogie, unsere analoge Informationsquelle. Und auch die CG, wie wir die Computergenealogie liebevoll nennen, ist eines der CompGen-Projekte und auch hier kann man sich einbringen. Die Redaktion der CG besteht aus engagierten Mitgliedern des Vereins. Jedes Heft hat ein anderes Schwerpunktthema. Es gibt aber auch regelmäßig vorkommende Rubriken, wie zum Beispiel das Familienerbstück, der Blick über den Zaun, die Zeitreise oder auch Software-Themen und Meldungen. Mitglieder von CompGen erhalten das Heft im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei zugeschickt, sowie die digitale Version im Download-Bereich. Nichtmitglieder können das Heft aber auch über den Pferdesportverlag Elastus ziehen. Im GenWiki gibt es ein alphabetisch sortiertes Schlagwortverzeichnis, aus dem entnommen werden kann, in welcher CG zu welchem Thema was zu lesen ist. Außerdem gibt es unseren Ratgeber Die Familienforschung. Das ist ein kompakter Ratgeber zu allgemeinen Genealogiethemen sowie speziellen CompGen-Angeboten. Auch hier arbeitet die Printredaktion. Auf ca. 200 Seiten gibt es in der Familienforschung viele Informationen rund um die Ahnenforschung. Dieses Magazin richtet sich an Anfänger, aber auch an Fortgeschrittene und ist gefüllt mit zahlreichen Praxistipps. Über unsere Homepage könnt ihr das Inhaltsverzeichnis einsehen. Zum Heft gehört eine CD mit kostenfreier Ahnenforschungssoftware, Testversion, Tools und Ahnentafelvorlagen. Auch die Familienforschung erhalten Mitglieder des Vereins im Rahmen der Mitgliedschaft zugeschickt und Nichtmitglieder können sie über den Verlag Elas bestellen. Die Familienforschung kann aber im Gegensatz zur CG auch im Buchhandel bestellt werden. Die digitale Bibliothek, kurz DigiBib, bietet ein Angebot von Hunderten von Buchprojekten und auch kleinen Artikeln und sonstigen Digitalisaten, deren Urheberrechte abgelaufen sind, auf die Bedürfnisse der Genealogie spezialisiert. Damit werden oft nur noch schwer einsehbare Werke kosten- und werbefrei bereitgestellt. Ziel der DigiBib ist es, dass der Text jedes Buches transkribiert wird. So sieht es aus, wenn man die DigiBib betritt. Hier kann man auch sehen, welche Bücher zuletzt eingestellt wurden. Und dann sind wir auch schon beim Recherchieren mit CompGen. Hier stellen wir nun auch die unterschiedlichen Datenbanken von CompGen vor. Mitglieder unseres Vereins, aber auch Nichtmitglieder, sind in diversen Projekten aktiv und erschließen Datenquellen. Wie schon erwähnt, die Ergebnisse stehen allen Familienforschern frei zur Verfügung und auch wenn es hier um das Recherchieren geht, das funktioniert nur, wenn viele Hände dabei helfen, das Recherchieren überhaupt möglich zu machen. Neben dem GenWiki und dem Blogarchiv gibt es verschiedene Datenbanken, in denen jeder kostenlos recherchieren kann. Und wo man das bei uns kann, das zeigen wir nun. Das GenWiki ist ein Online-Lexikon, in dem Familienforscher mit eigenem Wissen beitragen und Informationen rund um die Genealogie bereitstellen können. Auch hier kann jeder mitmachen.
Über eine Suchfunktion kann das GenWiki durchsucht werden. Es gibt eine Mitmachhilfe, außerdem einen Diskussionsbereich in Discourse. Beides soll den Einstieg erleichtern. Im letzten Jahr hat das GenWiki ein Update bekommen. Wie das manchmal so ist, die Technik macht nicht immer das, was sie soll. Es ging nicht alles ganz reibungslos vonstatten, die größten Probleme konnten aber beseitigt werden und nach wie vor wird fleißig weiter daran gearbeitet. Seit dem Update soll die Handhabung auch einfacher geworden sein. Informationen zur Weiterentwicklung des GenWiki können im GenWiki nachgelesen werden. Im GenWiki gibt es verschiedene Themenportale, so zum Beispiel das Portal Lexika. Dort werden viele Begriffe erklärt, die bei der Genealogie auftauchen. Ihr findet beispielsweise Abkürzungen oder auch alte oder fremde Begriffe, zum Beispiel bei Berufs- oder Krankheitsbezeichnungen und einiges mehr. Außerdem gibt es verschiedene Themenportale, so das Militärportal oder auch das Portal DNA-Genealogie. Und es gibt im GenWiki auch Portale zur regionalen Forschung mit Infos für die genealogische Forschung bezogen auf lokale und regionale Besonderheiten. Hier hebe ich mal das schöne Beispiel des gut gepflegten Portal Bavaria hervor. Unsere Adressbücher. Adressbücher können beim Erforschen der Familiengeschichte eine gute Sekundärquelle sein, die über die genealogischen Grunddaten wie Namens- und Adressdaten hinausgehen. Das können Informationen zu Beruf, Familienstand, Hausbesitz, eigener Firma und mehr sein. Die Erfassung der Adressbuchdaten erfolgt online mithilfe unseres Dateneingabesystems, dem DES. Ganz am Anfang steht das Scan. Danach folgt die Aufnahme in die DigiBib mit der Anlage einer Beschreibung des Buches und bibliografischen Angaben und so weiter. Das Adressbuch kann nun bereits durchblättert werden. Anschließend wird das jeweilige Adressbuch so für das Datenerfassungssystem, das DES, vorbereitet. Unsere Adressbücher. Adressbücher können beim Erforschen der Familiengeschichte eine gute Sekundärquelle sein, die über die genealogischen Grunddaten wie Namens- und Adressdaten hinausgehen. Das können Informationen zu Beruf, Familienstand, Hausbesitz, eigener Firma und mehr sein. Die Erfassung der Adressbuchdaten erfolgt online mithilfe unseres Dateneingabesystems, dem DES. Ganz am Anfang steht das Scannen, danach folgt die Aufnahme in die DigiBib mit der Anlage einer Beschreibung des Buches und bibliografischen Angaben und so weiter. Das Adressbuch kann nun bereits durchblättert werden. Anschließend wird das jeweilige Adressbuch so für das Datenerfassungssystem vorbereitet, dass freiwillige Helfer Adressbucheinträge nach einer vorgegebenen Systematik erfassen können. Auch hier kann natürlich jeder mitmachen. Derzeit gibt es aus technischen und historischen Gründen noch zwei voneinander getrennte Abfragen und Datenbanken für die indexierten Adressbucheinträge. Es sollten immer beide Datenbanken abgefragt werden. Das sind die Suche in offline erfassten Adressbüchern und die Suche in online erfassten Adressbüchern. Die Familienanzeigen. In der regionalen und überregionalen Presse werden regelmäßig Familienanzeigen veröffentlicht. In unserem Projekt Familienanzeigen werden Sterbeanzeigen aus aktuellen Tageszeitungen erfasst. Dabei werden nur Angaben zu den verstorbenen Personen aufgenommen und es wird quellengetreu erfasst, also nichts dazu gedichtet oder so. Ergänzt wird die Auswertung von Familienanzeigen durch die überregionale Erfassung und Auswertung von Totenzetteln. Es können auch Sterbeanzeigen aus älteren Tageszeitungen erfasst werden. Außerdem können Heiratsanzeigen aus Tageszeitungen, die vor mehr als 80 Jahren erschienen sind, erfasst und eingereicht werden. Dies gilt auch für die Geburtsanzeigen aus Tageszeitungen, die vor mehr als 110 Jahren erschienen sind. Andere Familienanzeigen werden derzeit nicht vom Projektteam angenommen. Im Bestand sind über 4 Millionen Datensätze. Über das Suchformular kann der Gesamtdatenbestand nach bestimmten Personen durchsucht werden. Auch hier kann jeder von zu Hause mitarbeiten. Mustertabellen werden vom Projekt bereitgestellt. Eine Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage. Die Mustertabellen sind auch über familienanzeigen.genealogy.net herunterladbar. Hier ist einmal eine Gesamtmustertabelle abgebildet. Bevor man loslegt, sollte man sich, wie eigentlich bei jedem Mitmachprojekt, auf jeden Fall vorab einmal ganz genau die Voraussetzungen bzw. die genaue Projektbeschreibung ansehen. Die genealogische Datenbasis oder auch einfach kurz GetBAS. GetBAS ist eine Datenbank mit verknüpften genealogischen Daten, in der jeder Familienforscher mit seinen Forschungsergebnissen beitragen kann und jeder kann die hier eingestellten Daten abfragen.
Alle Interessierten können hier die eigenen Familienforschungsdaten in Form einer GetCom-Datei hochladen. Lediglich eine kostenfreie Registrierung bei COMGIN ist notwendig, sofern man nicht bereits ein COMGIN-Benutzerkonto hat. Man kann dabei bestimmen, ob die eigenen Daten downloadbar sein sollen oder nicht. Jeder Einsteller ist selbst für die Einhaltung des Datenschutzes für lebende Personen verantwortlich. COMGIN hat allerdings Filter eingebaut, um die meisten Fälle von möglichen Datenschutzverletzungen auszufiltern. Alle Personen, die vor weniger als 100 Jahren geboren sind und für die kein Sterbeeintrag verzeichnet ist, werden gelöscht. Das Grabsteinprojekt. Hier fotografieren Ehrenamtliche unter Wahrung der Friedhofsordnung sämtliche Grabsteine, die auf einem Friedhof stehen, und erfassen die Namen und die Lebensdaten aus der Grabsteininschrift in eine Datenbank. Diese genealogische Sekundärquelle kann nach Nachnamen und Friedhofsorten durchsucht werden und sind in der Datenbank mit den jeweiligen Fotos dargestellt. Beim Fotografieren auf dem Friedhof ist ein takt- und rücksichtsvolles Verhalten wichtig. Datenschutzrechtlich bestehen keine Probleme, da es sich ausschließlich um Daten verstorbener Personen handelt, die durch das Aufstellen des Grabsteins als veröffentlicht gelten. Wer Interesse an einer Mitarbeit bei diesem Projekt hat, sollte sich vorab über die Infobox im GenWiki informieren und sich danach mit der Projektorganisation oder Projektleitung in Verbindung setzen. Die Online-Ortsfamilienbücher. Für den Fall, dass jemand zuhört, der noch nicht so genau weiß, was ein OFB, also ein Ortsfamilienbuch ist, möchten wir es einmal ganz grob erklären. Dort werden alle Einwohner eines Ortes mit ihren Lebensdaten aufgeführt. In der Regel mit den direkten familiären Verbindungen, also Eltern, Großeltern, Kindern und oft auch noch mit weiteren Informationen, wie zum Beispiel dem Beruf. Man findet dort also nach Nachnamen sortiert Eltern und deren Kinder, aber auch Einzelpersonen. Quellen für diese Angaben sind in der Regel Kirchenbücher, aus denen mindestens die Einträge zu Taufe, Heirat und Begräbnis übertragen werden, oft aber auch Angaben zu Paten und Trauzeugen. Inzwischen sind bei COMGIN über 1000 Ortsfamilienbücher online. Das Ziel dieses Projektes ist es, möglichst viele verkartete Ortsfamilienbücher in einer Online-Version zur Verfügung zu stellen. Interessierte Familienforscher, die ein Kirchenbuch verkartet haben, können dieses Angebot kostenlos nutzen. COMGIN stellt den Serverplatz für das Veröffentlichen kostenfrei zur Verfügung. Grundsätzlich ist der jeweilige Bearbeiter des Online-OFBs für die Qualität der Daten verantwortlich und bleibt auch der Ansprechpartner für Korrekturen und Ergänzungen. Es ist durchaus vorgesehen, auch Daten in den Bestand aufzunehmen, die aus anderen, auch nicht kirchlichen Quellen stammen. Oft ist es so, dass wenn ein OFB veröffentlicht ist, Hinweise und Ergänzungen an den jeweiligen Bearbeiter gemeldet werden. Ob diese Daten dann in das OFB eingearbeitet werden, diese Entscheidung liegt beim jeweiligen Bearbeiter. Auf jeden Fall sollte die Quelle der Herkunft dieser Daten immer angegeben werden. Und auch erwähnen sollte man, dass COMGIN natürlich sehr daran gelegen ist, bei der Veröffentlichung von Online-OFBs die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und die jeweiligen Archivgesetze einzuhalten. Das geschichtliche Ortsverzeichnis, kurz GOV. Die Identifizierung von Orten ist in der Familienforschung unverzichtbar. Oft liegen nur unvollständige Ortsinformationen oder Informationen zu längst vergangenen territorialen Strukturen vor, was zum Beispiel die Ermittlung von zuständigen Archiven erschweren kann. In der COMGIN-Datenbank werden Namensvarianten, zeitbezogene Informationen sowie wechselnde Zugehörigkeiten zu Verwaltungseinheiten und Kirchen dokumentiert. Auch hier kann jeder Interessierte mitarbeiten. Im GenWiki gibt es Artikel mit detaillierten Informationen, wie Daten in GOV eingegeben werden können. Außerdem gibt es für Projektmitarbeiter eine entsprechende Kategorie bei Discourse. Dort kann jeder, der bei der Bearbeitung von Ortsdaten mithelfen möchte, teilnehmen. Die deutschen Verlustlisten des Ersten Weltkrieges wurden als erstes DES-Projekt in der Zeit von November 2011 bis August 2014 von mehreren hunderten ehrenamtlichen Datenerfassern vollständig indiziert. Über 8,5 Millionen Datensätze wurden auf diese Weise erschlossen und für die Personengeschichtsforschung nutzbar gemacht. Derzeit findet die Erfassung der österreichisch-ungarischen Verlustlisten statt. Auch ihr könnt dabei mithelfen.
Die Verlustlisten enthalten Einträge zu Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen oder vermisst waren, aber auch Einträge zu Personen, die verwundet wurden, in Gefangenschaft geraten sind, verunglückt, durch Krankheit verstorben oder anderweitig zu Schaden gekommen sind. Und da ist es nun auch, das schon mehrfach erwähnte Dateneingabesystem, kurz DES genannt. Mit dem Dateneingabesystem können historische Quellen von vielen Helfern gleichzeitig erschlossen werden. Kostenfrei und online besuchbar für alle Familienforscher. Beim DES handelt es sich um ein reines Erfassungswerkzeug. Erfasst werden nur die in der zu erfassenden Quelle vorgefundenen Daten. Es wird nichts aus anderen Quellen ergänzt. Es gibt im DES eine Suchfunktion, die es nicht nur ermöglicht, jeden erfassten Datensatz sofort über diese Suche aufzufinden, man kann auch über die Suche aufgefundene Erfassungsfehler markieren und damit die Korrektur durch das Administratorenteam veranlassen. Jeder kann sofort mitmachen. Allerdings wird dringend empfohlen, bevor man mit dem Erfassen beginnt, die Bedienungsanleitung zu lesen und die projektspezifischen Editionsrichtlinien zu beachten. Die Erfassung ist zwar durch die vorgegebene Struktur sehr einfach, trotzdem gibt es immer wieder ein paar Besonderheiten, die unbedingt von allen Erfassern gleich behandelt werden müssen. Über eine Suchmaske können alle Projekte durchsucht werden. Wenn man nach einem häufig vorkommenden Namen sucht, dann ist die Chance natürlich groß, dass man viel angezeigt bekommt und muss natürlich erstmal sortieren, was überhaupt in Frage kommen kann. Es gibt aber auch eine detaillierte Suche innerhalb der einzelnen DES-Projekte. Dazu geht man im DES auf die Lupe und dann erscheinen alle Projekte, die es im DES gibt. Dort gelangt man dann auch zu den Punkten über das Projekt und Statistik, um dann noch nähere Infos anzeigen zu lassen. Klickt man dann auf das gewünschte Projekt, öffnet sich eine Suchmaske. Hier können verschiedene Angaben für die Suche gemacht werden und man erhält dann entsprechend die Ergebnisse für dieses einzelne ausgewählte Projekt. Damit überhaupt in diesen Daten gesucht werden kann, müssen aber die Daten ja natürlich erst einmal eingegeben, also indexiert werden. Und dabei kann auch hier jeder mithelfen. Wie schon erwähnt, sollte man sich dazu aber unbedingt vorher die Bedienungsanleitung durchlesen und auch die projektspezifischen Editionsrichtlinien, um auch wirklich richtig mitarbeiten zu können. Wenn man dann im DES auf Dateneingabe geht, gelangt man zur Projektauswahl, in der die noch zu erfassenden Projekte aufgelistet sind. Hier gibt es dann auch die Infos zum Projekt, die Editionsrichtlinien und auch eine Statistik, wie weit die Indexierung vorangeschritten ist. Und wenn man dann das Projekt, bei dem man bei der Indexierung mitmachen möchte, anklickt, dann öffnet sich diese Ansicht hier. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass man zunächst alles Notwendige lesen sollte, wenn man denn mit der Erfassung beginnen möchte, und man kann mit der Erfassung loslegen. Man benötigt dann lediglich, wie gesagt, ein Benutzerkonto. Und auch hier kann man eine Suche öffnen im bereits erfassten Datenbestand. Die Namensverbreitungskarte. Mithilfe der interaktiven Namensverbreitungskarte kann dargestellt werden, wo ein bestimmter Familienname besonders häufig auftritt. Grundlage sind zum einen die deutschen Verlustlisten des Ersten Weltkriegs und außerdem eine Telefonbuch-CD von 1996. Für jeden in den Verlustlisten des Ersten Weltkrieges vorkommenden Familiennamen werden die georeferenzierten Heimatorte der Soldaten auf einer Landkarte des Deutschen Reiches von 1914 lokalisiert. Berechnungen zeigen, dass das mittlere Geburtsdatum der Soldaten bei 1890 liegt, daher das erste Datum für die Namensverbreitung. Vergleichen kann man diese mit der Verteilung der Familiennamen auf Grundlage von Telefonbuchdaten aus dem Jahre 1996. Die Namensverbreitungskarte verdeutlicht die erheblichen Verschiebungen, die vor allem ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges sind. Für die Suche gibt man einen Familiennamen ein, der unbedingt mit einem Großbuchstaben beginnen muss. Dann wählt man das Jahr aus und klickt auf Hinzufügen. Der Name und das Jahr erscheinen dann farbig umrandet unter dem Auswahlfenster. Die gleichfarbigen Punkte zeigen das Namensvorkommen an. Durch ein erneutes Klicken auf einen farbig umrandeten Namen kann man diesen auch wieder aus der Auswahl entfernen. Die Metasuche in unseren Datenbanken. Eine weitere Möglichkeit, unsere Datenbanken zu durchsuchen, ist die Metasuche, mit der man gleichzeitig verschiedene Datenbanken durchsuchen kann.
Die Metasuche ermöglicht eine Suche nach Personen und Orten in mehreren angeschlossenen Datenquellen. Und das sind nicht nur CompGen-Datenbanken, sondern es sind auch externe Datenbanken angeschlossen, wie beispielsweise die Auswandererdatenbank der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde, die Bremer Passagierlisten, die Zufallsfunde der Verdener Familienforscher und noch einiges mehr. Last but not least, im Archiv des Blogs kann recherchiert werden. Unseren genealogischen Blog hatten wir ja bereits erwähnt. Die vielen Informationen, die es im Blog gibt, kann man über verschiedene Suchfunktionen systematisch durchsuchen. So ist es zum einen möglich, in das Suchfeld etwas einzugeben. Es kann aber auch nach Kategorien, nach Monaten oder auch Schlagworten sortiert werden. Das, was wir jetzt noch vorstellen möchten, sind eigentlich keine Projekte in dem Sinne, aber irgendwie dann wieder doch. Und auf jeden Fall verdient es, erwähnt zu werden. Kommunizieren mit CompGen. Informations- und Erfahrungsaustausch sind ebenfalls wichtig und bei uns in verschiedenen Medien möglich. Den Anfang macht hier Discourse. Vor etwa anderthalb Jahren wurden die offenen genealogischen Mailinglisten, die von CompGen betrieben wurden, auf die Kommunikationsplattform Discourse umgestellt. Diese Plattform bietet viele Funktionen für einen besseren Austausch innerhalb einer Gruppe. Die Umstellung dieser Mailinglisten war auch aus technischer Sicht notwendig. Ein Vorteil von Discourse ist beispielsweise, dass man Anhänge mit hochladen kann, was in den Mailinglisten nicht möglich war. Außerdem muss man nicht mehr jede einzelne Mailingliste extra abonnieren, um dort mitlesen zu können. Man muss sich nur mit seinem CompGen-Benutzerkonto anmelden, beziehungsweise wenn man das noch nicht hat, halt einmalig kostenfrei registrieren und kann dann in allen Kategorien, so heißen nun die Listen, nach Belieben mitlesen. Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, sich über neue Beiträge informieren zu lassen, und das kann man auch für jede abonnierte Kategorie unterschiedlich einstellen. Wie diese Plattform funktioniert, ist in einer Fragensammlung zusammengestellt, den FAQs. Die FAQs sind im GenWiki zu finden. Hier einmal kurz die Anmeldung. Es öffnet sich dieses Fenster hier und es werden dort die CompGen-Benutzerdaten eingegeben oder man registriert sich, sofern man noch kein Benutzerkonto hat. Nach der Anmeldung kann man dann in allen Kategorien lesen und schreiben. Es ist keine weitere Anmeldung notwendig. Es ist auch möglich, ohne Anmeldung in einem Teil der Kategorien zu lesen. Es gibt aber auch Kategorien, die nur mit Anmeldung sichtbar sind. Man kann Discourse direkt im Browser nutzen. Man kann sich aber auch per E-Mail über Beiträge benachrichtigen lassen und dann per E-Mail auch antworten. Oder aber auch über die E-Mail zum entsprechenden Beitrag direkt in den Browser wechseln, indem man in der Mail einfach auf Rufe das Thema aufgeht. Für Mailinglisten-Fans ist es auch möglich, Discourse entsprechend einzustellen. Für die entsprechenden Einstellungen muss man sich aber einmalig im Browser anmelden, um diese Einstellung vorzunehmen. Es gibt auch eine Auflistung über die Kategorien, auch mit der zugehöriger Mailingliste, falls man Discourse nicht im Browser nutzen möchte, sondern per E-Mail. Es ist möglich, aus seinem Mailprogramm heraus einfach eine Mail an eine bestimmte Discourse-Kategorie zu schicken. Eine Auflistung der Kategorien mit entsprechender Mailingliste gibt es auch im GenWiki. In Discourse heißen die Mailinglisten nun nicht mehr Mailinglisten, sondern sie heißen Kategorien. Und hier ist einmal zu sehen, wie das auch innerhalb einer Kategorie so aussieht. Kurz erwähnen möchten wir hier noch die Suchfunktion in Discourse. Hier kann über die Lupe oben rechts ein Suchbegriff eingegeben werden und alle Kategorien werden nach diesem Begriff durchsucht. Über die drei Striche innerhalb dieses Suchfeldes können auch noch Feineinstellungen für die Suche vorgenommen werden. Dann gibt es aber auch noch die Mailinglisten. Das sind die vereinsinternen Mailinglisten und auch noch einzelne Projektmailinglisten, die über CompGen-Server laufen. So auch unsere eigene vereinsinterne Mailingliste, zu der nur Mitglieder von CompGen Zugang haben. Außerdem gibt es auch noch das Forum ahnforschung.org als Online-Treffpunkt mit den verschiedensten Unterforen, wie beispielsweise zur regionalen Forschung, zu Software und Technik und auch Lesehilfe gibt es dort. Und man kann uns bei WonderMe treffen. Seit einiger Zeit gibt es auch unseren CompGen-Online-Treffpunkt dort. Hier ist tagsüber meist jemand von CompGen anzutreffen, wobei es eine Garantie auf Anwesenheit natürlich nicht geben kann, weil auch CompGen-Aktive hin und wieder mal anderes zu erledigen haben.
Wer eine Frage zu Comkin beantwortet haben oder auch einfach mal rund um Comkin plaudern möchte, der schaut gerne einfach mal bei unserer Online-Sprechstunde vorbei. Zu finden ist der Link dorthin über unsere Homepage, dort unter Kommunizieren und dann Online-Sprechstunde. Ja, und dann gibt's auch noch unsere Social-Media-Kanäle. Comkin ist vertreten bei Facebook, Instagram und Twitter. Dort werden auf unseren Seiten unsere Meldungen aus dem Blog geteilt. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, unsere Beiträge liked oder natürlich auch gerne einen Kommentar dalasst. Und auch Veranstaltungen gibt es bei uns. Zum einen könnt ihr euch in unserem Veranstaltungskalender über anstehende genealogische Veranstaltungen erkundigen und in diesen Kalender kann auch jeder selber entsprechende Veranstaltungen eintragen. Und einmal im Monat, an jedem zweiten Donnerstag, gibt es bei uns eine Zoom-Veranstaltung mit Vorträgen. In unserem Veranstaltungskalender bei team.genealogy.net könnt ihr euch über die jeweiligen Themen informieren und natürlich berichtet auch die Newsredaktion im Blog über diese anstehenden Veranstaltungen. Und auch bei YouTube sind wir vertreten. Comkin betreibt hier 7 thematische YouTube-Kanäle. Es gibt Videos mit leicht nachvollziehbaren Tutorials und auch die Aufzeichnungen unserer monatlichen Online-Meetings. Wir haben gerade schon unseren genealogischen Veranstaltungskalender bei team.genealogy.net erwähnt im Zusammenhang mit unseren Veranstaltungen. Hier ist aber auch unsere zentrale Benutzerdatenbank, die ja nun auch schon mehrfach angesprochen wurde. Hier ist jeder, der bei Comkin ein Benutzerkonto hat, beispielsweise um mitzuerfassen oder auch um in GetBus Daten hochzuladen, als Benutzer registriert. Außerdem ist team.genealogy.net für Arbeitsgruppen interessant, weil dort Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die eine gemeinsame Arbeit erleichtern können. Bei Team gibt es Gruppen und Projekte und der jeweilige Administrator kann diese Werkzeuge an- bzw. abwählen, so wie sie für die Arbeitsgruppe sinnvoll sind. Es gibt hier zum Beispiel die Möglichkeit zu Terminumfragen, es gibt einen Veranstaltungskalender innerhalb einer Gruppe, außerdem ein Aufgabenmodul, so dass Aufgaben zu Personen zugeordnet werden können. Es gibt eine Cloud sowie eine weitere Möglichkeit zur Dateiablage und es können Pads genutzt werden, in denen jeder, der Mitglied dieser Gruppe ist, schreiben kann und die dort dann automatisch gespeichert und für jedes Arbeitsgruppenmitglied sichtbar sind. Es gibt auch einen sogenannten Sandkasten. Dort kann jeder angemeldete Benutzer der Gruppe Sandkasten zum Ausprobieren der Teamplattform beitreten und dann die Funktionen dort ausprobieren. Und fast am Ende angekommen, möchten wir noch kurz unsere Kooperationen erwähnen. Wir haben verschiedene Kooperationen mit Archiven und Vereinen. Bei unseren Projekten legen wir großen Wert auf eine solide Quellenbasis und streben daher die Zusammenarbeit mit Archiven an, in denen historische Primärquellen aus den vergangenen Jahrhunderten aufbewahrt werden. Eine Übersicht der Kooperation findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Und jetzt seid ihr dran. Das Tolle ist ja, dass jeder bei uns mitmachen kann. Unsere Leistungen basieren auf ehrenamtliches Engagement und wer sich jetzt hier überlegt hat, sich in irgendeiner Form bei uns aktiv einbringen zu wollen, hat sicher die richtige Entscheidung getroffen und spricht uns gerne einfach an. Schreibt gerne eine E-Mail, entweder direkt an das entsprechende Projekt oder aber auch an mitmachen@comkin.de. Eine Mitarbeit ist unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit. Wer nach alledem jetzt nun sagt, tolle Sache, Comkin möchte ich gerne unterstützen. Bei uns kann man Mitglied werden. Dadurch unterstützt ihr die tollen Projekte und ihr erhaltet 4-mal im Jahr unser Magazin Computergenealogie sowie bei Erscheinen automatisch auch unseren Ratgeber Familienforschung.